Kunst am Schilde in Osterode am Schilde 2 freut sich, dass Elke Lange, auch wenn sie im letzten Jahr verstorben ist, hier ihr Lebenswerk präsentieren kann. Mein Name ist Sabine Tippach. Ich habe mit ganz vielen Künstlern vor 7 Jahren Kunst am Schilde auf den Weg gebracht. Zurzeit läuft eine Kreuzstich-Ausstellung. Der Titel ist Faszination Kreuzstich von Elke Lange, die Jahrzehnte in Osterode gewohnt hat und im letzten Jahr verstorben ist. Ihr Mann hat mich gebeten, das Lebenswerk seiner Frau auszustellen und freut sich sehr über die Präsentation, die jetzt dabei herausgekommen ist. Corona-bedingt müssen wir die Ausstellung in den Schaufenstern stattfinden lassen und es werden insgesamt 11 Schaufenster bespielt. Schon im letzten Jahr mussten wir ad hoc durch die zweite Corona-Welle unsere damalige Kunstausstellung Weihnachtsträume umbauen, von im Haus in die Schaufenster verlegen. Und wir fanden sehr freundliche und hilfsbereite Hausbesitzer, die uns ihre Schaufenster in Leerständen zur Verfügung stellten, in der Johannes-Dorr-Straße und am Schilde. Diese Hausbesitzer müssen wir sehr, sehr lobend erwähnen, weil ohne deren Unterstützung würde dieses nicht zustande kommen. Elke Lange wurde in Göttingen geboren, lebte lange Zeit in Dormagen und zog 1965 nach Osterode. Sie war verheiratet mit Siegfried Lange, Mutter von 2 Töchtern und übte lange Zeit den Beruf als kaufmännische Angestellte aus. Sie verstarb im letzten Jahr 2020. In 30 Jahren hat sie sehr, sehr intensiv gestickt und ihre Kreuzsticharbeiten sind als Bilder auf Kissen, auf Decken, sehr viele Bänder dabei und eine gehäkelte Gardine, das heißt 2 gehäkelte Gardinen, mit den jeweiligen Stickbändern bestückt worden. Die Ausstellung läuft vom 12. März bis 3. April. Im Haus ist auch noch teilweise was ausgestellt, im Flur. Und in den Schaufenstern in der Johannes-Dorr-Straße 6, 8 und 10 und am Schilde 2, 12, 15, 25 bleiben sie etwas länger ausgestellt. Wie gemalt wirken die Motive Blumen, Tiere, Kinder, Alltagsgegenstände, doch der erste Eindruck trügt. Jede einzelne Kontur hat Elke Lange aus kleinen Kreuzstichen auf 10er oder 12er Leinen und Baumwollstoffen gestickt. Interessierte Besucher fragen immer wieder, ob diese Arbeiten gemalt sind oder ob es wirklich gestickt ist, weil es sehr, sehr fein gestickt ist. Und wenn man umrechnet, dass über 2 Fäden gestickt wurde, dann sind es bei einem 12er Leinen 6 Stiche, die auf 1 Zentimeter kommen, also 36 auf 1 Quadratzentimeter. Dadurch wirken diese Arbeiten sehr, sehr filigran und sehr bildhaft und teilweise auch dreidimensional. Die Vorlagen, die sie benutzt hat, sind amerikanisch, dänisch, deutsche und italienische Vorlagen und werden aus sehr, sehr vielen Farbtönen zusammengestellt. Auf bestickten Bändern hat sie Geschichten entstehen lassen, zum Beispiel von Roger Rabbit, der Hasenschude, oder auch anderen Geschichten, die sie gefunden hat. Auf einem leeren Stück Stoff etwas Schönes entstehen zu lassen, entwickelte sich schnell zu ihrer Leidenschaft, erzählte mir immer wieder ihr Mann. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie einen Ausflug nach Osterode am Harz machen würden und in der Galerie, in den Straßenzügen, die Schaufenster in der Johannes-Dorr-Straße und am Schilde anschauen würden. Wir würden uns freuen, eine Rückmeldung von Ihnen über die E-Mail oder auch gerne telefonisch zu erhalten und wünschen Ihnen viel Spaß bei der Schaufensterbetrachtung.
Thank you.